Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1546. Wir sind in einem PvT mit dem Mann, dem Mythos, die Legende. Hier in Rot, es ist Haas. Sein Gegner, koreanischer Terraner, hier in Blau, das ist Dream. Und mal gespannt, ob Haas aus dem Traum eher ein Albtraum werden lässt. Wir haben auf jeden Fall ganz entspannte Opener, wie man sieht. Es gab eine Gateway-Expansion, es gab eine Marine-Expansion auf der Terraner-Seite. Also nicht mal Reap unterwegs, das SCB hat das Scouting erledigt, sucht noch einen anderen Proxy. Also Dream weiß zumindest, mit wem er es zu tun hat. Der Vorsichtsscout kommt, von wegen steht hier irgendwann ein Pylon rum, steht da irgendwann ein Gebäude rum, das hier vielleicht nicht stehen sollte. Aber Haas hält sich hier erstmal an die Benimmregeln. Es gibt ja keine offizielle Regel, die einen daran hindert, Proxy zu spielen. Das ist vollkommen legitim. Es gehört halt nicht zum guten Ton. Aber inzwischen ist es auch nicht mehr so schlimm. Es gab die Phasen, da war es deutlich. Da war das Gefetze um, ist Cheese was Legitimes, ja oder nein, deutlich härter. Inzwischen ist das alles eher entspannt. So, wir sehen, Adept tatsächlich wurde reingelassen in die Terraner-Basis. Versucht hier nochmal ein bisschen Schaden zu machen. Hat einen SCV bisher erledigt. Und das war's dann auch. Kriegt natürlich den Scout auf den Starport. Das Add-on an der Factory ist ein Tech-Lab. Es werden Marines gebaut. Der Bunker ist da. Und bei Haas gibt's DTs. Muss man jetzt nicht unbedingt überrascht sein, wenn man den Spieler kennt. Bin mal gespannt, ob die Erfolg haben. Denn, ja, Dream. Energie für einen Scan würde momentan nicht bunkern. Braucht er momentan nicht. Die DT-Gefahr ist noch nicht. Wie man sieht, Pylon kommt auch mit dazu. Der reicht der, um hier über die Mineralien zu warpen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Feld ist nicht ganz groß genug. Könnte aber knapp werden. Wäre natürlich echter Luxus, wenn man die DTs hier bereits reinwarpen kann. Dann muss man nicht extra noch außen herumlaufen. Spart man sich ein bisschen Zeit. Hellion möchte jetzt einmal scouten, zieht aber ein paar Einheiten. Zieht auch die dritte Basis. Also, es sieht bisher jetzt nicht so nach DTs aus, aber es kommt ein Raven bei Dream. Und damit hat natürlich automatisch eine rettende Einheit mit dabei. Hier ist auch eine kleine Wall. Das heißt, die DTs müssen hier vorbei, wenn der Raven hier ist und der Bunker. Dann haben es die DTs sehr, sehr schwer. Die Probe wartet noch einmal weit unten. Trotzdem, Haas hat eine dritte mit unterwegs. Also das ist kein All-In-Versuch und es reicht sogar. Ja, natürlich, Haas. Er hat das wahrscheinlich schon vorher ausgemessen. Er weiß genau, wo den Pylon hinstellen muss. Und es reicht gerade eben so, dass man da drüber warpen kann. Also viel mehr Platz ist nicht. Das ist, glaube ich, wirklich der äußerste Rand. Und die DTs wandern mal los, aber... Wo ist der Raven? Der Raven ist hier irgendwo. Wo ist der Raven? Ah, der Main Base ist der Raven. Die DTs, ja, einmal Natural, einmal Main. Der DT hebelt jetzt erstmal einen Panzer rum. Das weiß man natürlich, okay, die DT-Gefahr ist da. Der DT wird direkt gesehen. Aber der andere versucht, den Panzer mitzunehmen, schafft er erstmal nicht. Der Raven natürlich kann gerade nur an einer Stelle sein. Aber Scan kann natürlich wieder dazukommen. Der DT ist jetzt schon mal down. 4 SCVs waren es bisher. Der DT hebelt noch ein bisschen mehr aus dem Leben. Und hier wird es insgesamt 8 SCVs geben. Das ist kein schlechter Damage für zwei DTs. Und da kommt noch der Recoil. Der DT kommt also sogar raus. Damit ist das ziemlich gut für Haas sogar. Startet hier mit soliden Schaden und verliert nur einen seiner beiden DTs. Damit jetzt ja 34 zu 55 der Worker Count. Also das sieht wirklich nicht so toll aus gerade für Dream. Mining-Vorteil für Haas ist natürlich gigantisch. Wir sehen aber, es kommt 1-1 Stim. Und die dritte Basis für den Terraner ist zumindest auch mal fertig. Die SCVs nehmen da den Weg, weil der ist kürzer zu dem Command Center als zum eigentlichen Mainbase. Quasi, wenn man das Mining komplett optimieren will, stellt man um die gesamte Mineral Line Command Center herum. Dass die SCVs sich den schnellsten Weg suchen können. Gibt es ja gelegentlich, gerade in so einer Position, dass man quasi ein Gebäude hier und hier hin ranstellen kann. Wurde bei denen schon auch gehen, aber meistens haben wir nicht die Mineralienfelder so mitten in der Landschaft, dass man dahinter noch ein Gebäude setzen kann. Weil es gibt diese Blockierung, dass mit einem Mineralienfeld kommt automatisch eine Blockade, dass man hier kein Gebäude hinsetzen kann, kein Hauptgebäude zumindest. Da gibt es eben die Einschränkung, dass man sich da nicht näher ranbauen kann oder sich die Mineralien selber verbauen kann. Wäre mal ein lustiges Feature, wenn die Beschränkung aufgehoben wäre, weil da würden nämlich auf jeden Fall mal alle Zergs auf jeden Fall am Anfang ihre Hatcheries direkt an die Mineralien ranklatschen, dass so wenig Distanz wie möglich ist, dass man schneller die Mineralien bekommt und dann wahrscheinlich noch eine zweite Hatch extra setzen fürs Gas. Also das würde den Zergs, glaube ich, am meisten helfen. So, wir sehen hier, Haas streut fröhlich ein paar Pylons auf die Map. Also inzwischen sind sehr viele Pylons auf der Map.
Einer wurde bereits gefunden, der die T-Warp in Peinen. Hier, die Marines nehmen mal kurz den Adept raus. Es kommen mal die Stalker und die Stalker retten den Adept. Und schlagen stattdessen die Marines zurück. Aber wie man hier sieht, vierte und fünfte Basis für Haas. Fantasy Dream hat gerade seine dritte gelandet. Also der Economy-Vorteil ist auf jeden Fall da. Und Haas steuert halt massiv auf Makro zu. Das ist fast ein bisschen gruselig. Wenn man bedenkt, dass das Haas ist, gegen den er hier spielt. Ja, es kommt da noch ein Gateway mit dazu an diesen Pylon für schnelleren Warpin. Der wurde noch nicht gescoutet. Die Starcoffs uns auch den Pylon hier zu beschützen. Das ist aber deutlich schwieriger, weil das sind deutlich mehr Einheiten in der Gegend. Aber der Pylon lebt man noch ein bisschen länger. Und das ärgert natürlich auch den Terraner ein bisschen. Und währenddessen hat Haas mehr Zeit, um seine... Er baut 5 Probes auf einmal. Haas mit dem 80er Work-Account gleich. Jo, ist jetzt schon drüber. Und hier, paar DTs wandern durch die Gegend. Eine Sentry, also der Scan zeigt gar nicht mal so viel. Man sieht eine Robo. Wir haben Charge und 2-2 unterwegs. Und ja, überall ist Protoss. Überall ist hier gerade Protoss. Also tatsächlich Dream. Es hat ihn so weit zurückgeworfen, dass Haas hier gerade komplett die Map übernommen hat. Army Supply holt es auch rapide auf. Protoss ist 20 Supply vorne, aber das sind dann alles Worker gerade. Und die Protoss Army sammelt sich unten. Das ist jetzt ein schneller Warp in Pylon. Das Gateway ist fertig und damit zählt Stalker will hier loslegen. Die Sentry ist auch mal dabei. Der Marine sieht das nochmal. Wie viele Panzer sind hier? Nein. Das ist eher die Antwort. Es ist ein Panzer, der ist auf Myground. Ansonsten ein paar Widow Mines. Also die Protoss Army, mal gucken, möchtet ihr fighten? Guardian Shield kommt, Zealots startet jetzt ran. Haas will es hier wissen. Rennt da rein, rennt da drauf. Anti-Armor-Missile kommt auf den Teil der Zealots. Die Marines ja, sorgen dafür, dass die Zealots hier durchgefiltert werden durch die Supply Depots. Man hat noch einen ziemlich guten Job. Es ist aber mit dem Fighten, das heißt natürlich noch mehr Schaden für die Economy. Die Zealots leben immer noch. Die Stalker ballern auch immer noch mit raus. 16 SCVs down. Auch wenn Haas es nicht geschafft hat, den Fight hier zu gewinnen, er macht nochmal deutlich mehr Economy-Schaden. Es ist bei 90 zu. Haas hat 90 Probes. Was ist da los? Und er baut immer noch Probes. Was ist mit Haas los? Das stimmt doch was nicht. So viel Worker hat er manchmal in dem gesamten Best of 3. Und hier hat er das in einer einzigen Map. Haas führt aber mit 160 zu 120 Supply. Dreams Economy ist, kann halt null mithalten, gerade mit dem, was Haas hat. Der hat 5 Basen. Voll am Start halt auch. Wie man sieht, sammelt aber eher die Mineralien, weil er pumpt einfach massig Salads. 27 Salads auf dem Feld und da gab es jetzt einen Drop. Das heißt aber natürlich weniger Army Supply hier und da kommt die nächste Welle Protoss. Haas hört hier natürlich nicht mehr auf mit dem Pushen. Er wirft jetzt Welle und Welle nach vorne. Sein 2-2 kommt gleich noch mit dazu. Die Salads sind diesmal dran. Bio muss eingeladen werden. Highground wird dann nochmal ein Auto-Trip gesetzt. Aber wie man sieht, Probleme an der dritten Basis, damit alles abnimmt. Noch mehr SCVs fallen. Die Stalker werden auch ein bisschen zerfetzt, aber die Salads sind hier die Haupt- Tanks, die hier den Schaden absorbieren und gegen die Biofighter. Man sieht, die dritte Basis ist weg, die nächste Welle Celeste kommt und für Dream hören die Probleme gerade einfach nicht auf. Wo ist sein Droppen derzeit hin? Ist er zurückgekommen? Es sieht fast danach aus. Ich sehe gerade keinen blauen Punkt mehr auf der Minimap, wo der Drop irgendwo wäre. Also tatsächlich wurde zurückgerudert und Dream lebt zwar, aber in was für eine Situation lebt? Haas hat gleich 100 Probes. Er hat 99. Hat 99 Worker. Rennt hier aber schon wieder rein. Natürlich, bei ihm kommt jetzt eine Welle nach der anderen. Er spielt das jetzt quasi sehr, sehr surgig. Mit einfach Einheiten um Einheiten um Einheiten. Nutzen es halt hier Salads anstatt Zerglinge. Und man sieht, jetzt kommt noch mal eine Runde Stalker mit dazu. Haas muss aber auch aufpassen, dass sie nicht zu viele Ressourcen wegwirft. Also es kann trotzdem sich noch drehen. Zumal hier mehr Marauder mit reinkommen. Und es kommen immer noch weitere Props. Es kommt eine neue Basis. Haas hat jetzt. Haas ist im dreistelligen Worker-Count gleich. Was ist hier los? Was ist mit diesem Game? Hier würde man schießen auf die Salads. Also die Salads wirklich, sie leiden mächtig unter den ganzen Widows. Es ist keine Detection mit dabei. Es ist kein Observer mit drin. Aber Hauptsache 103 Probes am Start. Es ist ein Observer irgendwo. Aber die Protoss-Armee schafft es wieder nicht. Nimmt aber nochmal SCVs raus. Gott, das sieht abartig aus. 103 zu 49 Worker in dem PvT. 2-2 ist unterwegs für die Bio. 3-3 ist unterwegs in den Protoss. Der nächste Charge, der nächste Gau. Jetzt ist der Observer da. Jetzt können die Widow Mines rausgenommen werden. Und jetzt sieht es deutlich schlechter aus für Dream, jetzt wo die Widow Mines nicht mehr hat. Das heißt, die Salads tun nochmal deutlich mehr weh. Die Bio ist auch nicht kaum noch vorhanden. Die Stalker blinken ran auf den Panzer. Die dritte Basis ist so ziemlich leer. Und nochmal weniger SCVs hier für den Terraner. 13, 14 gehen da down. Und die Protoss-Armee, sie ist nicht groß, aber sie pusht fröhlich weiter. Und natürlich, da kommt einfach die endlose Flut an Protoss-Einheiten. Und Dream zieht sich auf sein Highground. Er gibt sich hier noch nicht auf, aber. Das sieht schon ziemlich aussichtslos aus. Haas schwimmt halt im Geld. Haas kann bald mit Probes angreifen, wenn er so weitermacht. Er warbt gerade 13 Salads auf einmal rein, weil er es sich leisten kann. Das ist die neue Welle Salads. Und jetzt geht's rein in die Ledge Bowl. Die Bio gibt ihr Bestes, aber da ist halt einfach so viel Protoss. So viel Protoss. 180 zu 77 Salads. Dream kämpft bis zur letzten Zeit, aber die Economy. Dream weiß halt gar nicht, wie gut die Economy von Haas dahinter ist. Jetzt scannt er gerade die Basen. Da kam jetzt keine Move. Das kann doch nicht sein, dass da so viele Einheiten nachkommen. Was ist denn da los? Und dann scannt ihr hier. Okay, Basis. Aber Geheimtipp, er weiß noch nicht mal, dass es hier noch eine Basis gibt. Also Haas makrot hier einen ab und überrennt Dream mit einer endlosen Flut. Hier sind 21 Props an der Base. 108 Worker für Haas und er geht auf nochmal 5. Was stimmt mit dem Typen nicht? Also, man kennt Haas, man weiß, Haas ist speziell, aber Haas mit
über 110 Workern. Und was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Basen? Das ist mal eine ganz andere Richtung, Haas. Damit rechnet man halt echt nicht. über 3000 Ressourcen pro Minute, der Mining-Vorteil. Ich finde das einfach gerade faszinierend. Also, das war schon mal ein Erlebnis, diese Map Nummer 1. Mit natürlich massig Gateways, 14 Gates, und man hat gesehen, 13 Salad Warp-In. Weil einfach hier auch nur Mineralien gesammelt wurden. Es waren nur Minerals und da kommen noch mehr Gates. Das war eigentlich Haas mit einer Flut an Salads. Wie man sieht, er hat am Ende gleich viel verloren, aber er hat einige Salads natürlich da weggeballert. 93 Stück, das sind 9300 Mineralien. Aber wie man sieht, er hat die Economy halt vom Terraner so klein gehalten. 25 SVs am Ende. Also, ich glaube, Dream kann das selber nicht ganz fassen. Darum kam auch die Scans am Ende. Aber ich bin mehr gespannt, ob das jetzt nochmal kommt oder ob Haas jetzt was ganz anderes spielt. Weiter geht's auf Oxide. Ja, die 1-0-Führung also für Haas. Ein Probe ist unterwegs, aber es gibt ein Gateway zu Hause. Gut, Cannon Rushen gegen Terraner sieht man jetzt nicht wirklich. Was man vielleicht noch sieht, ist ein Proxy Stargate mit Schildbatterien. Aber das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. War ja eine Zeit lang der Tempest Rush, dann wurde ja daraus der Void Ray Rush. Aber ja, ist nicht so wirklich in Mode, ist halt eine Cheese-Strategie. Da möchte man sie nicht so sehr verlaufen. Kann man gelegentlich schon noch machen, aber wird einfach nicht so häufig gespielt. Ja, auf jeden Fall hier den Scout drin. Gateway wurde fertig und Gasklau. Okay. Es hat auf jeden Fall schon wieder was. Eine gewisse Haas-Note. Die ist wieder mit dabei. Klau vom Vespingas. Terraner geht aber hier auf eine Expansion, wie es aussieht. Reaper Expansion. Ja, wird gebaut. Jetzt kommt der Cybernetics Core bei Haas und natürlich noch kein Nexus auf seiner Seite. Also es ist keine direkte Gateway Expansion. Sondern Haas hat schon noch irgendwas vor. Ja, natürlich. Ist eine zweite Probe draußen mit einem Proxy Pylon schon. Oh mein Gott, das ist. Oh, Dream. Er tut ihm fast leid, aber er scoutet. Er kann das also ahnen, weil er sieht hier nur einen Pylon. Er weiß, es ist keine Natural da. Also irgendwas hat Haas vor. Das ist ihm ganz, ganz klar. Vespingas-Klau. Und das macht in dem Fall auch richtig Sinn. Haas spielt die Robo. Das heißt, wir werden da einen Warp Prism kriegen und eine Mortal. Und das bedeutet natürlich für den Terraner, das zweite Gas fehlt. Das heißt, man kann deutlich schwieriger auf einen Cyclan bauen. Und Cyclan ist ziemlich hilfreich in so einer Situation. Und da fehlt dann einfach das Vespingas dafür. Also, ja, das ist von Haas schon durchdacht, was er hier macht. Und er baut... Was? Haas ist Haas. Der Typ ist der Wahnsinn. Jetzt kommt nochmal ein Proxy-Pylon. Bin mal gespannt, was er da dran stellt. Das Gas wird auf jeden Fall freigeräumt. Und dann kannst du auch sofort ja, das zweite Gas für den Turn geben. Die Expansion kommt natürlich. Haas ist One Base. Und ist jetzt. Er geht von 110 Probes auf One Base 25 Probes. Ja. Robo wurde gescoutet. Und es gibt einen Twilight Council, das kommen die Tees mit dazu. Haas. Ja, der Typ ist der Brüller, echt. Ja, kommt jetzt eine Mortal. Stalker wandert auch raus. Da ist ein Bunker. Und da ist eben das Tech Lab an der Factory und das. Panzer. Ja, auf jeden Fall eine Factory-Einheit aus dem Tech Lab. Da braucht man Vespingas für. Darum ist eben der Vespingas-Klaus so lästig. Ja, da kommt das Warp Prism. Ja, tatsächlich wäre dann Cyclone fast hilfreicher, würde ich mal behaupten. Weil ein gesiegter Panzer ist gegen den Immortal nicht so toll. Vor allem, wenn Warp Prism mit dabei steht. Ja, und natürlich, es kommt ein Dark Drum mit dazu. Haas hat ein Dreieck gebaut, wie man hier sieht. Man kann das schön das mit Linien verbinden. Ah, der Typ. Er macht nicht fertig, wirklich. Ja, Reaper geht jetzt zurück. Da geht's los mit dem Immortal Stalker und Warp Prism. Panzer 1 ist da, Panzer 2 wird gebaut. Es sind ein paar Marines auch mit dabei. Wie viel Schaden kann man hier machen? Da geht's los. Ja, Panzer wird als allererstes gefokust, aber wird schön zurückgemicrot. Also bisher Dream passt auf. Der Schaden, den Haas macht, hält sich noch in Gänzen. Es ist ein zweiter Bunker mit, aber der Mord hat schon sehr viel AP verloren. Also die Defense hält sehr, sehr gut. Man sieht auch, der Panzer wurde mit Absicht nicht gesiegt. Gesiegte Panzer hätte es deutlich schwieriger, weil der kann sich nicht so gut wehren dagegen. Feuerrate zu langsam, immobil, sonst wäre der Panzer wahrscheinlich schon down. Man hat nämlich den Panzer mehrfach zurückgezogen, um ihn vor dem Schaden vom Immortal zu bewahren. Aber ja, natürlich, Haas legt nach. Mit natürlich noch ein Gate wieder hoch. Und das Warp Prism macht weiter in der Natural, aber die Einheiten sind sehr, sehr angeschlagen. Muss man also aufpassen, jetzt ist der Panzer gesiegt, weil jetzt ist ein zweiter mit dabei, der ihn schützt. Und die Marines gehen dem Warp Prism hinterher. Also Haas hat bisher nicht viel Erfolg mit der Strategie. Er ist halt One Base gegen Two Base. Der Stalker ist mega laut, der Stalker ist down. Das Viking ist down, das Warp Prism abzufangen. Das sieht richtig gut aus hier. Und das Warp Prism lädt die Einheiten nicht ein. Das fällt gerade für Haas komplett auseinander. Er hat 3 Army Supply. Er braucht gerade den Observer. Und ja, neues Warp Prism ist unterwegs. Das alte lebt zwar noch,
Aber bis die DTs jetzt da drüben ankommen, das dauert jetzt halt ewig. Das Warpless bei dir vorne sein müssen für den sofortigen DT-Warp hin, aber das dauert jetzt halt Jahre, bis dann Warpless mit dem DT ankommt. Ja, und damit Dream in einer sehr komfortablen Position. Hat den Reaper jetzt auch drin, kann auch die Probes ein bisschen jagen. Damit hast du immer noch One Base mit 27 Markern. Also ganz anderes Game als Map Nummer 1. Der Observer wurde gesehen, der Observer wurde entsorgt. Es ist ein Missile Turret mit dabei in der Natural. Es ist noch kein Missile Turret in der Main, aber Scan-Energie ist da. Es ist Energie für den Scan da. Da ist das Warp Prism mit dem, nicht sicher, was da gerade gesprengt wurde. Da ist eben der DT und da ist der DT weg. Und das Warp Prism beschossen und da ist das GG. Der schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Und Haas ist auf der Linie voll drauf und schwingt wild hoch und runter. Ja, yes. Dieses Best of 3 ist wirklich ein Haas-Erlebnis pur gerade. Bin jetzt mal gespannt auf eine Deciders-Map. So, Lightshade wird unsere Deciders-Map. Es ist ein Gateway, es ist ein Gas da und es ist genügend Geld für einen Nexus. Es ist keine Probe unterwegs, noch keine zwei Probes unterwegs, sondern alles ist zu Hause. Das sieht nach einem deutlich ruhigeren Opener aus. Es ist Haas, der ein bisschen durchscoutet, falls er noch eine Proxy-Wax rumstehen sollte. Aber Dream, nein, Dream baut alles auch bei sich in der Base. Also sehr entspannter Start für die Deciders-Map. Das ist nicht das, was ich drücken wollte. Und auf geht's, weil, ja, da passiert entsprechend wenig. Reaper ist unterwegs. Und mit dem Cybernetics Core kommen dann die ersten oder die erste Protoss-Einheit, was wahrscheinlich ein Adept wird. Beide scouten einfach nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Und die Probe, vielleicht kann sie irgendwo einen Proxy-Pattern setzen, wenn Haas das vorhat. Aber Core ist schon da, das heißt, ein Proxy-Stargate wird schon verhältnismäßig spät. Und es gibt noch einen Bunker als Unterstützung für den Reaper. Das kann also den Protoss noch ein bisschen ärgern. Da kommt ein Stalker, da kommt ein Twilight Council, der Reaper einfach mal drin in der Bainbase und da gibt es eine tote Probe. Keine Schildbatterie, keine sonstige Rettung, die da näher gekommen ist. Und jetzt ist gleich der Bunker ready. Der Nexus ist fertig, aber kann nur zusehen, wie der Bunker gebaut wurde und jetzt den Nexus ein bisschen belagert. Das ist einfach nur, um zu nerven und das Mining an der Natural zu verhindern. Entsprechend, ja. Der Reaper bemüht sich, den Nexus klein zu kriegen, aber das kann Jahre dauern. Auf der anderen Seite steht die Probe nochmal vor der Terraner-Basis, aber da ist ein Marine, der das abfangen kann. Und wie man hier sieht, die Mine ist sogar noch geworfen, den Stalker wegzuhalten. Ja, den Bunker, im besten Fall möchte Dream den wieder zurückerstatten lassen, dass er so wenig Verluste wie möglich hat. Und dann einfach, ja, aber hier, das, er meint, er blockiert das, mein Game sieht. Das sind 19 Probes hier, die wollten eigentlich alle schon in der Natural sein, also die alle, die überflüssig sind. Und solange der Bunker eben hier ist, möchte man sich das nicht wagen, denn... Ja, man sieht aber, der Bunker wird schon aufgegeben, Schildbatterie wird entsprechend auch gecancelt. Ja, weil sobald man die Probes hier hinschickt, kann man sicher sein, dass der Reaper anfängt, die Probes zu fokussen. Der Terraner passt da eigentlich immer auf. Wir sehen eine Haas-Aktion. Pylon 5 Meter weg vom nächsten Pylon. Der erste wurde gescoutet, mal gucken, ob der zweite auch noch gefunden hat. Wahrscheinlich nicht, weil niemand erwartet, dass der Gegner einfach ein paar Meter weiter den nächsten Pylon stellt. Davon geht niemand aus. Ja, da gibt es ein Gateway mit dran für einen schnellen Warp in Pylon. Also Haas wieder mit seinen Spezialitäten. Hat zu Hause aber auch einen Stargate unterwegs und kriegt jetzt Besuch von den Hellions. Und tatsächlich, Dream hat die Sache, er hat den Pylon einfach durchgehen lassen. Jetzt geht er aber erstmal auf die Probes und macht auch ein bisschen Schaden. Zwei Probes dann, drei Probes dann, mitkämpfen können die kaum, weil die Hellions brennen sich da entspannt durch. Vier Probes, aber es sammelt sich auch die Protoss-Army vor der Terraner-Bass. Da ist aber ein Bunker mit ein bisschen Unterstützung und SCV ist natürlich auch in der Nähe. Das heißt, hier gar nicht mal so einfach für Haas zurückzuschlagen. Fünf Probes hat er insgesamt verloren, weil es immer noch die Hellions in der Main-Base. Noch mehr Schaden, sieben Probes und acht Probes. Bisher zwei SCVs erst gefallen. Die Hellions sind jetzt geklärt. Die Protoss-Anetten stehen jetzt hier hinter der Net. Stehen hinter der Net, schuldig. Irgendwie so, das kommt einem bekannt vor. Die Netspiel, die nicht arbeiten kann, weil irgendwas dahinter steht. In dem Fall ist es aber deutlich mehr vom Protoss, aber der Bunker schützt und die Einheiten von Terraner waren natürlich auch mehr und mehr, das heißt gefährlicher für die Protoss-Einheiten. Da sieht man es auch, die Adepts wollen jetzt hier rauskriegen, aber einmal das Feuer ab von den Hellions, von den Marines, die Stalker versuchen zu helfen. Man hat auch nicht so viel, und lauter Frustration schießt die Tür noch den eigenen Marine aus dem Leben. Versehentlicher A-Klick. Hellion wurde jetzt kurz rausgeliefert, dass der rüberfahren kann. Was ein schöner Move. Weil man erwartet, dass man hier quasi abgecampt wird. Und der Hellion kommt auch durch tatsächlich. Der kommt erst da weg. Der hilft in der Verteidigung eh nicht wirklich viel. Der Panzer macht jetzt einen deutlich besseren Job, was das Thema betrifft. Die Stalker geben da mal Bestes. Aber jetzt mit dem Siege Tank wird das für die Stalker eher schwer. Die Adept Shaden zwar ran. Ja, aber da kann Haas nicht so viel tun. Aber sein nächster Schritt ist auch schon da. Nämlich das Oracle. Und die Adept lassen. Oh. Ja. In die Mainbase reingelassen. Das heißt, es gibt auch noch einige tote Work. Und da kommt dann gleich das Oracle mit dazu, um versucht zu helfen. Und die Adepts
stehen in einer guten Position, um wieder raus zu porten, aber werden geblockt, kommen also hier nicht weit und der Panzer schießt jetzt da völlig drauf. Und dann geht da doch nichts. Die Marines sind zu viele in der Mainbase, dass das Orc sich da ranwagen kann. Und an der Natural stehen noch die Stalker, aber Dream defendet recht gut. An der Natural ist ein bisschen ein offener Spot für das Oracle, aber wie man sieht, die SCVs sind deutlich schwieriger zu erlegen. Wenn das in der eine Hellin, der rausgefahren ist, hatten doch mal 3 Probes erlegt, tatsächlich. Ja, die Konstruktion sieht toll aus und es kommt wieder ein Darkschwein für Haas. Ja, wir sind bei 33 zu 40 Workers. Für Haas sieht es deutlich schwieriger aus dieses Mal. Er macht nicht grandiosen Damage bei der Economy des Gegners, ohne dabei große Einheiten zu finden. Also die DTs haben es wesentlich mehr gebracht in der ersten Map. Und wie man sieht, mit Doppelpanzer und Raven als Verteidigung, da geht halt auch nicht viel. Also die DTs haben es sehr, sehr schwer, wenn die damit zustoßen. Weil das dachte in der ersten Map auch und dann ging trotzdem noch was für die DTs, aber ja. Der Darkschwein ist nochmal ein Stück weit später und die Verteidigung vom Terran ein ordentliches Stück größer. Die Oracles geben sich aber nochmal Mühe und lasern bisschen was aus dem Leben. Marines kommen aber ran und das eine Oracle ist laut, das eine Oracle ist auch schon tot. Das zweite kriegt ebenfalls eine Breitseite ab und verliert einen Haufen an Hitpoints, etwa die Hälfte. Zwei SCVs machen das nur. Dream ist also immer noch im Mining gerade vorne mit Mules und SCVs mehr. Gar kein Problem für ihn. Dritte Basis beginnt für Haas, aber... Ja, es ist nicht diese Luxusposition, die er in Map 1 hatte, bei weitem nicht. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ich sehe nämlich dritte Basis, Terraner ebenfalls im Bau. Das Oracle wird weggeschossen. Die Protoss-Einheiten hier können sie nicht wirklich anwagen. Die Stalker gegen drei Panzer, das kann man voll vergessen, die werden einfach nur zerrissen. Die ist schon im Anlaufen. Wenn die versuchen, den ersten Panzer zu snipen, die laufen drauf zu und dann lösen sich die Stalker schon in Luft auf. Das muss Haas gar nicht versuchen. Der nächste Plan ist jetzt Forge und eben die dritte Basis. Mehr Worker werden jetzt auch gebaut. Es kommt Charge mit dazu. Es kommt auch ein Phoenix interessanterweise. Es wurden mehrere Phoenixe schon gebaut. Hilft natürlich gegen eventuelle Medivacs und auch gegen den Raven, den man kann man vielleicht snipen, wenn der ungeschützt wo rumsteht. Gerade so, hier in der Position, hier Marines, die kann man mal ignorieren im Bunker. Aber nein, der Abfangkurs ist fast da. Nicht ganz, nicht weit genug geflogen in die Richtung. Es ist ein Drop unterwegs also. Richtung dritte Basis. Da ist auch noch gar nichts an Verteidigung. So, mit sehr viel Potenzial, um Schaden zu machen. Die Phoenixe schauen jetzt mal vorbei, liften einzelne Marines, aber da kommen noch deutlich mehr Marines von allen Seiten. Aber Haas stellt sich auch wieder auf für einen Angriff, wie man sieht. Mit Zealots, Stalker und Charges da, blinkt nicht. Der Drop kommt der dritten Basis näher vom Protoss. Lädt schon vorher aus. Stim ist dann gleich da. Das könnte für sehr viel Schmerzen sorgen. Hier ist keine Schildbatterie, nichts. Recall ist auch nicht verfügbar, ist keine Energie dafür da. Und die ganze Protoss-Armee steht hier draußen. Dieser Drop wird richtig, richtig wehtun. Es sind nicht viele Marines, aber das reicht. Wir haben plus 1, sie haben Stim. Damit haben sie alles Wichtige, was sie brauchen, um Probes zu eliminieren. Jupp. 8, 9, 10, 11. Nichts mehr da an Probes. Da kommt nochmal der 12. rumgefahren. Und sogar der Nexus selber ist jetzt in Gefahr. Die Protoss-Army, nein, nur die Phoenixe gehen gerade nach Hause. Protoss-Army chillt noch immer hier. Recoil war nämlich jetzt gleich verfügbar. Der Nexus tankt das weg. Der überlebt das, aber 12 Probes. Das ist der Schaden, den Haas in der ersten Map mit den DTs gemacht hat. Der Drop wird das wahrscheinlich nicht überleben. Oder die Phoenixe, nein, sind nicht ganz auf Kurs. Aber die dritte Basis vom Terraner steht eben. Mit Widowmines, mit Viking, mit vielen Marines. Und wie man sieht, Dream ist 40 Supply vorne. Also das ist ein schweres Match für Haas. Er versucht trotzdem mit einem Angriff, wie es aussieht. Oh, die Zealots gehen mutig nach vorne. Widowmines schießen auf die eigene Bio und damit machen sie einiges an Splash. Damit die Phoenix kommen dazu, um die Medivacs zu zerlegen und auch den Raven ab. Der Raven wirft einfach die Autotürze. Die Panzer schießen den Schaden rein und Haas schaut sich das Elend gar nicht erst an. Denn seine Armee wird schon direkt zerrissen und keine Chance, dass er da durchkommt. Hat die schlechtere Economy, hat auch nicht wirklich viel dahinter an Tech oder sonstigem, sondern das war einfach ein Attack, auf den er ein bisschen gepokert hat. Aber der Drop hat ihm die Tour vermasselt. Hat das hinausgezögert, hat mehr Schaden hier gemacht und Haas, ja, da ist er gegen Panzer gelaufen. Dream also, ja, sortiert sich und hat das Haas nicht nochmal durchgehen lassen, das was er in Map 1 fabriziert. Und damit macht Dream das am Ende mit einem 2-1. Das heißt, Haas landet im Lowest Bracket. Und wir sind fast mit dieser Runde durch, da fehlt jetzt noch ein Match. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.